Heute ist der 14. Dezember, das 14. Türchen öffnet sich und was sich heute versteckt, das sehen wir unter meiner Mütze. Es ist ein Elch mit Glocken. Ja. Servus und hallo, hi! Ich will euch heute was richtig Cooles zeigen und zwar habe ich das jetzt letztens in der Schule gesehen und ich dachte mir, Mensch, das wäre was, das wo wir für ein kleines Türchen nehmen können für unseren Adventskalender. Und zwar wird was gebastelt und das heißt Salzpainting. Und wie der Name schon sagt, geht es heute um Salz. Aber was genau darunter zu verstehen ist, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Benötigt wird Papier, weißer Bastelkleber, Acrylfarbe mit Wasser verdünnt und Salz. Als allererstes braucht ihr euer Papier. Das legt ihr vor euch. Dann macht ihr folgendes. Ihr malt auf euer Blatt irgendein beliebiges Muster. Ich mal, weil jetzt Weihnachten kommt, einen Weihnachtsbaum. Wenn ihr euer Muster aufgemalt habt, holt den weißen Bastelkleber und macht folgendes. Ihr fährt mit dem weißen Bastelkleber einmal um euer Gemaltes. Schaut dann so aus. Damit der Baum nicht ganz so langweilig ausschaut, macht ihr noch ein beliebiges Muster in die Mitte. Danach kommt das Salz ins Spiel. Ihr nehmt das Salz und schüttet es einfach über den Kleber, dass alles gut bedeckt ist. So. Danach schüttelt ihr das restliche Salz wieder ab. Wenn ihr das restliche Salz abgeschüttelt habt, legt es einfach zur Seite zum Trocknen. Und weil wir hier eine richtig coole Bastelshow sind, habe ich natürlich schon ein fertiges hergerichtet und damit macht ihr folgendes. So, jetzt nehmt ihr eure Farbe, die ihr natürlich mit Wasser verdünnt habt, und nehmt am besten solche Spritzen. Wenn ihr aber keine Spritzen habt, dann macht das überhaupt nichts, denn ihr könnt genauso einen Strohhalm nehmen und den Strohhalm wie eine Pipette nehmen, indem dass ihr einfach, das ist jetzt die flüssige Farbe, den Strohhalm in die Farbe tut, oben festhaltet, dann bleibt immer ein bisschen was drin und dann könnt ihr es wie eine Pipette dann nehmen. Seht ihr? Ihr nehmt einfach eure Farbe und tupft an einigen Stellen einfach ein bisschen Farbe. Nehme ich mal gleich eine gelbe Farbe. Dann noch blau. Noch ein bisschen Glitzer. Dann lasst es richtig gut trocknen. Man kann natürlich auch andere Muster nehmen, zum Beispiel eine Blume. Oder, wie findet ihr das? Da habe ich mal 21 Guns versucht. Lasst einfach eure Kreativität freien Lauf. Holt eure Mal- und Bastelsachen raus und legt los. So, das war's mit dem Türchen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!